Grüß dich. Heute zeige ich dir, wie man auf der Karte die Waldhütte auf der Schwierigkeitsstufe schwer den Schimpansenmodus schaffen kann. Ich habe das gerade eben gespielt, aber bei Runde 100 aufgehört, weil ich das Ganze hier mit dir zusammen freischalten möchte. Und als Helden nehme ich hier Gwendolyn mit. Okay, los geht's. Wir beginnen hier mit einem Reißnagelwerfer und zwar wird er hier schön in diese Kurve platziert, so nah wie möglich an den Weg heran, so in etwa. Und dann gleich noch ein zweiter hinterher, hier in diese Kurve, so weit nach oben wie möglich, so in etwa. Und wenn du das getan hast, kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Ich werde hier, wenn ich einen Affen platziere, das Spiel meistens langsam laufen lassen, einfach damit ich genug Zeit habe, um den Affen an die korrekte Stelle zu platzieren. Das ist auch sehr wichtig, du musst die Affen hier wirklich genau so platzieren wie ich. Also musst du da ein bisschen Mühe geben, weil hier noch einige Affen aufs Feld kommen und da muss die Platzierung halt stimmen. So, in Runde 8 solltest du dein Spiel wieder langsam laufen lassen. Nimm einen Druiden und platziere ihn hier so weit nach oben an den Weg wie möglich. Und dann kannst du dein Spiel wieder schnell laufen lassen. Wir werden hier gleich noch einen dritten Affen aufs Feld platzieren und das wird ein Bumerang-Affe sein, der kommt hier an diese Stelle hin und zwar in Runde 10. Lass dein Spiel wieder langsam laufen, nimm einen Bumerang-Affen und platziere ihn hier an diese Stelle, so weit nach hinten wie möglich und so weit an den Weg wie möglich. Und wenn du das getan hast, kannst du dein Spiel wieder schnell laufen lassen. Wir werden jetzt einen fünften Affen aufs Feld platzieren. Ich habe noch keine einzige Verbesserung hier vorgenommen. Also, und der fünfte Affe ist ein Zauberaffe, der kommt hier an diese Stelle hin, direkt unter den Druiden. Und zwar wird das wahrscheinlich noch in Runde 11 soweit sein. Jawohl, okay. Nimm deinen Zauberaffen und platziere ihn in etwa hier unterhalb von den Druiden. So. Und wenn du das getan hast, kannst du dein Spiel wieder schnell laufen lassen. Geh jetzt zu deinem Reißnagelwerfer, mach hier die Stufe 1 Verbesserung und beim zweiten auch gleich noch. Die Bloons sind hier jetzt deutlich schneller unterwegs. Dann müssen wir natürlich auch mehr Feuerkraft haben, ist ja klar. So, und dann machst du bei dem hier auch gleich noch mehr Reißnägel und bei dem zweiten hier genauso. Und dann gehst du zum Druiden und machst hier die Stufe 1 Verbesserung auf der mittleren Reihe. Wir werden jetzt hier hochgehen bis zur Stufe 3. Das ist auch langsam notwendig. Hier kommen jetzt nämlich schon gelbe Bloons und die sind richtig schnell unterwegs. Also Stufe 3 ist da in Runde 16 bei mir. Ja genau, die Herzbloons, die sind echt schnell unterwegs, aber noch keine Herausforderung für uns. Okay, dann machst du bei ihm auch noch gleich die Hartdornen, damit kann er mehr Bloons platzen lassen. Wird auch langsam Zeit. So, hier kommen auch schon die rosa Bloons, die sind noch schneller unterwegs als die gelben Bloons. Und genau deswegen benötigen wir jetzt auch die Stufe 3 und die ist da bei mir in Runde 21. Yay! Und jetzt gehst du zu deinem Zauberaffen, machst hier auf jeden Fall intensive Magie und auch gleich noch den Affensinte hinterher. Jetzt kommt nämlich ein getarnter Bloon in Runde 24 und den habe ich gerade noch so platt bekommen. Dann machst du bei ihm die Feuerkugel. Und sagst bei Zielpriorität erstmal auf getarnte Bloons. Momentan ist das der einzige Affe, der hier getarnte Bloons bekämpfen kann. Und dann machen wir bei ihm auch gleich die Stufe 2, nämlich den Feuerwall. Und dadurch wird er halt noch stärker. Gleich kommen auch Bleibloons, aber momentan kann unser Druide die platzen lassen. Und jetzt auch der Zauberer mit seinem Feuerwall. Okay, mit der Feuerkugel ging das auch noch. So, dann nimmst du Gwendolyn, genau Gwendolyn, lässt das Spiel mal langsam laufen und platziere Gwendolyn hier an diese Stelle so weit nach oben wie möglich an den Reißnagelwerfer. Achte darauf, dass der Zauberaffe in Reichweite von Gwendolyn ist. Die kann ihn nämlich dann später buffen, also er wird dann stärker, aber erst wenn sie, glaube ich, auf Stufe 18 ist oder so. Okay. Geh zu deinem ersten Reißnagelwerfer und verbessere hier hoch bis auf die Stufe 3. Das ist bei mir in Runde 32 der Fall. Gwendolyn hat jetzt einen Feuercocktail bekommen. Klick hier auf Erste und platziere deinen Feuercocktail hier in etwa hin, also auf den ersten Reißnagelwerfer. So, das funktioniert schon mal ganz gut. Geh zu deinem zweiten Reißnagelwerfer und mach hier auch die bis zur Stufe 3 hoch, die Verbesserung. Und dann bekommt er unten noch auf der Stufe, nee, auf der letzten Reihe bekommt ihr die Stufe 2 und macht das auch bei deinem ersten Reißnagelwerfer. So, die sind erstmal fertig. Wir müssen jetzt erstmal unseren Zauberer verbessern und zwar bekommt er den Atem des Drachen. Ich hoffe mal, dass ich das noch bis Runde 37 hinbekomme. Da kommen nämlich sehr viele getarnte Bloons. Oh ne, die waren auch jetzt schon da. Hier in Runde 36. Okay, Atem des Drachen sollte ich gleich bekommen.
Also momentan kommen sie noch mit den Bloons sehr gut zurecht. Ich muss da keine Angst haben. So, Atem des Drachen ist da in Runde 37 bei mir. Sehr schön. Und jetzt kannst du deinen Bumerang-Affen hier verbessern auf der mittleren Reihe 2 und unten auch 2. So, damit kann er auch Bleibluns platzen lassen. In Runde 40 kommt ja der erste Moab und wir werden dann wahrscheinlich hier die Fähigkeit einsetzen. Lass das Spiel mal kurz langsam laufen. Ich denke nicht, dass das notwendig ist, aber ich will auf Nummer sicher gehen. So, Runde 40 ist da. Ich lasse das Spiel langsam laufen und setze meinen Feuercocktail jetzt ein. Zack, hier ist der Moab, der platzt auch gleich auf. Und er ist auch schon Geschichte. Gut, nimm jetzt einen Alchemisten und platziere ihn hier in etwa an diese Stelle hin. Also zwischen Gwendolyn und den Bumerang-Affen, so in etwa. Und dann nimmst du ein Affendorf. Nee, dann nimmst du erstmal einen Bombenwerferturm und platzierst es unter den Alchemisten, so in etwa wie ich. Also der muss so nah wie möglich an den Alchemisten ran und so nah wie möglich an den See, so in etwa. Und jetzt nimmst du ein Affendorf und platzierst dieses Affendorf hier in etwa zwischen all diese Einheiten. So muss der hin. Wie du sehen kannst, habe ich damit alle Affentürme abgedeckt. Und jetzt gehst du hier auf der mittleren Reihe hoch bis zum Radarscanner. Und dann machst du größere Radius und du kannst dein Spiel wieder schnell laufen lassen. Also größere Radius und dann bekommen die noch Dschungeltrommel. So, Dschungeltrommel ist da. Und dann bekommen sie auch gleich Primärtraining. Hier stehen ja jetzt 1, 2, 3, 4 Primäraffen. Deswegen gehe ich hier auf die erste Reihe. Und dann bekommen sie Primär-Mentoring. Genau, Primär-Mentoring. Das kostet 2700, habe ich aber sehr schnell zusammen. Das macht natürlich alle Türme stärker. Und außerdem habe ich dann kostenlose Verbesserungen. So, wir werden jetzt den Bombenwerferturm hier verbessern. Also gehe hier oben auf 2, 0 und 1, 2, 3 erstmal. Und jetzt sparen wir uns das Geld für den Bumerang-Affen zusammen, genau, der bekommt hier auch die, bis zur Stufe 4 gehen wir hier beim Bumerang-Affen, damit kann er dann die ganzen Moabs abbremsen. So, Stufe 3 kostet 1400 und die habe ich, mache ich gleich in Runde 48, die Verbesserung und die vierte Stufe kostet 2590, ist jetzt nicht so viel Geld, ist relativ schnell zusammen, okay. Und sag beim Bumerang-Affen hier bei Zielvorgabe stärkster, damit er auch ständig die Moabs ins Visier nimmt. Und jetzt müssen wir uns um den Reißnagelwerfer kümmern. Der muss auf jeden Fall hier den Feuerring haben, okay, Feuerring ist da in Runde 49. Genau, 49 und in 50 kommt auch schon der erste Moab und wir bekommen den locker lässig platt. So, wir machen auch gleich beim zweiten Reißnagelwerfer den Feuerring. Der Hintergrund ist nämlich der, die bekommen alle einen Buff von Gwendolyn und deswegen habe ich da auch zwei Stück hin platziert. Später, wie gesagt, bei Level 18 von Gwendolyn bekommt auch der Magier noch einen Buff, also einen dauerhaften Buff. So, ah nee, den hat er jetzt schon, okay, passt. Also, der Magier, der Zauberer hat auch einen Buff. Geh jetzt zu deinem Bombenwerferturm und mach hier das Rekursivcluster, die Stufe 4. Und jetzt müssen wir auch so langsam unseren Alchemisten hier verbessern. Mach hier beim Alchemisten bis zur Stufe 4 hoch. Okay, da muss ich noch ein bisschen sparen. Lass ihn erstmal auf Stufe 3. Mach hier unten dann nochmal auf der letzten Reihe Stufe 2. Also hat er jetzt 302. Und sag hier bei Zielvorgabe stärkster, damit er auch ständig die Bleibluns und so weiter bewirft. Okay, mach hier die Stufe 4 Verbesserung beim Alchemisten. Und jetzt versorgt er unsere ganze Truppe hier mit Tränken. Und dadurch werden die halt natürlich noch deutlich stärker. So, wir sparen uns jetzt das Geld für den Phönix zusammen. Der kostet immerhin 6000, also das Ganze wird hier schon sehr, sehr teuer. Also 6000, da muss ich noch ein bisschen sparen. Vielleicht schaffe ich es sogar noch bis zum ersten BFB, obwohl, könnte hinhauen. Wir sind in Runde 59, mir fehlen noch knapp 400, aber ich werde die Fähigkeit sowieso nicht benötigen. Okay, ich habe es geschafft, noch in Runde 59. Ich mache auch gleich die Stufe 4 Verbesserung und die Stufe 5. Die werden wir auch noch machen, aber die kostet halt 56.000. Das ist schon ziemlich viel Geld. Okay, unsere Truppe steht eigentlich soweit und die wird auch so in dieser Konstellation eine ganze Weile durchhalten. Geh noch zum Druiden und mach hier die Stufe 2 Verbesserung auf der ersten Reihe. Donnerherz, dadurch wird er auch noch ein bisschen stärker. So, ich werde auf jeden Fall
diesen Reißnagelwerfer, den oberen, den ersten, werde ich auf jeden Fall auch zur Stufe 5 verbessern. Das kostet immerhin 49.000, das ist sehr viel Geld, aber es lohnt sich, weil der dadurch wirklich sehr, sehr stark wird. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen zweiten Bumerang-Affen. Dieser eine hier, schau dir seinen Radius an. Mit dem Trank vom Alchemisten geht sein Radius bis hierher. Das ist schon ziemlich krass. So, wir benötigen aber trotzdem einen zweiten, damit die ganzen Moabs, BFBs und später auch ZOMGs, da kommt ja der erste in Runde 80, damit der Bumerang-Affe sie alle abbremsen kann. Wie du sehen kannst, die kommen hier alle angeschwebt und unser Bumerang-Affe wirft seinen Bumerang dagegen, zack, und das bremst die ab. Das verschafft unseren Affen natürlich deutlich mehr Zeit, um hier die Bloons platzen zu lassen. Wir könnten hier auch einen Superaffen hinplatzieren, aber ich will das tatsächlich nur mit diesen Primäraffen machen, wenn ich schon mein Affendorf auf der ersten Reihe skille. So. Nimm einen Bumerang-Affen und platziere diesen Bumerang-Affen hier so nah wie möglich ans Affendorf. Schau dir meinen Radius an. Also ich decke den oberen Weg hier damit komplett ab und auch ein Stück von dem unteren Weg. Falls mal einer durchkommt, kann dieser Bumerang-Affe da noch mithelfen, die Bloons platzen zu lassen. So, platziere diesen Bumerang-Affen hier so weit nach rechts an den Bombenwerferturm und so nah wie möglich ans Affendorf. Und dann machst du hier auch Zielvorgabe stärkster. Sagst hier auf der mittleren Reihe Stufe 2 Verbesserung und dann hier bis zur Stufe 4 und schau dir seinen Radius an, einfach gigantisch, und der wird jetzt auch die ganzen Moabs und BFBs, die da ankommen, abbremsen. Also dieses Duo, diese zwei Bumerang-Affen, die lohnen sich wirklich. Ich hätte auch einen Hubschrauberpiloten hier an diese Stelle platzieren können und dann auf die letzte Reihe gehen können. Aber ich finde, der ist nicht so effizient, weil ein Bumerang-Affe kann mehrere BFBs oder Moabs auf einmal abbremsen und ein Hubschrauberpilot kann immer nur einen zum Stehen bringen. Also ich finde den nicht so effizient wie jetzt zwei Bumerang-Affen. Deswegen habe ich mich für diese zwei entschieden. Und wie gesagt, da ich hier schon das Primär-Mentoring und so weiter habe, lohnt es sich auch, diese Primär-Affen hier zu verwenden. Gut, ich habe fast die Hälfte für meinen Inferno-Turm zusammen. Also da brauche ich noch deutlich mehr. Wir sind auch schon in Runde 75. In 5 Runden kommt der erste ZOMG, aber ob du es glaubst oder nicht, die schaffen es locker lässig, diesen ZOMG auseinanderzunehmen. Ich habe hier auch noch nicht einmal eine Fähigkeit von Gwendolyn oder meinem Zauberaffen hier eingesetzt. Also allein durch diese Buffs von Gwendolyn, ja, bei diesem Feuerring, sind die ganzen Affentürme hier wirklich super stark. Und auf Stufe 18 bekommen diese ganzen Türme hier auch nochmal einen Buff. Also der Feuerring von unserem Reißnagelwerfer wird noch stärker gemacht und auch unser Zauberaffe mit seinem Atem des Drachen wird dadurch noch deutlich stärker. So, Runde 78 ist da. Hier kommen auch schon die ersten gepanzerten BFBs. Aber wie du sehen kannst, kommen die nicht sehr weit. Die werden noch an Ort und Stelle zum Platzen gebracht. Und das ist auch gut so. Hier kommen aber auch schon deutlich mehr Keramikbloons. Und die kommen etwas weiter vor. Die kommen bis zu den Reißnagelwerfern. Aber dann ist auch schon Schluss. So, Runde 79 ist da. Ich glaube, in Runde 79 sind zwei gepanzerte BFBs gekommen, oder? Nö. Das sind bisher nur normale gewesen. Ist egal, nicht schlimm. Auf jeden Fall kommt gleich der erste. Doch, da ist ein gepanzerter BFB. Genau, ich habe es doch noch richtig in Erinnerung. Und da ist auch der zweite gepanzerte. Okay, und auch die gepanzerten Moabs sind da. Und hier kommt der erste ZOMG. Und jetzt, ich werde keine Fähigkeit einsetzen. Ich lasse die jetzt einfach mal so ballern. Wie du sehen kannst, die Bumerang-Affen, die bremsen den ab und der platzt auf und zack, der kommt nicht mal hinter den zweiten Reißnagelwerfer. Also unser Team ist wirklich super stark. Aber trotz allem merkt man, dass die schon ein Stückchen weiter vorkommen. Und ich darf hier nicht ein einziges Leben verlieren. Sonst ist das Ganze hier Geschichte. Aber wie gesagt, ich habe es schon mal so mit diesem Affenteam gespielt. Es reicht wirklich gut. Lediglich in Runde 99 ist es schon ziemlich knapp geworden. Da sind ein paar Bloons bis hierhin gekommen. Da habe ich auch keine einzige Fähigkeit eingesetzt. Deswegen werde ich jetzt diesmal in Runde 99 diese Fähigkeit von Gwendolyn einsetzen. Okay, geh zu deinem ersten Reißnagelwerfer. Wir haben gleich 49.000. Und dann machst du hier in Runde 83 die Stufe 5 Verbesserung
beim Reißnagelwerfer. Und jetzt schau dir seinen Radius an. Der geht von hier bis hier. Selbst wenn die Bloons erst schon hier sind, ja, geht der los und setzt sie in Brand. Und die platzen einfach so auf. Das ist so herrlich anzuschauen. Also die kommen hier wirklich nicht sehr weit. Okay, du ahnst es wahrscheinlich. Wir werden jetzt Geld zusammensparen müssen für unseren Zauberer. Und zwar die Stufe 5 Verbesserung. Und das ist nochmal deutlich mehr Geld als beim Reißnagelwerfer. Nämlich 56.000. Das ist schon heftig. Aber wir bekommen das hin. Ich glaube, in Runde 97 oder 98 sollte ich dann das Geld für die Stufe 5 Verbesserung vom Zauberer zusammen haben. Und ja, dadurch wird dieses Team dann unschlagbar. Wir werden den ersten Bad auf jeden Fall damit platt bekommen. Musst dir also keine Sorgen machen. So, hier kommen jetzt dann auch gleich in Runde 90 die ersten DDTs und die ersten gepanzerten ZOMGs kommen, glaube ich, in Runde 92, 93, so um den Dreh. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Aber wie du sehen kannst, kommen hier schon deutlich mehr gepanzerte Bats und Moabs. Und das macht die Sache natürlich schon ein bisschen schwieriger. Aber die gute Sache ist nämlich die, dass sie alle so geschlossen kommen. Und wenn sie alle so geschlossen kommen, kann unser Reißnagelwerfer hier deutlich mehr Schaden verursachen. Ja, was ich noch schauen wollte, mal gucken, wer macht jetzt mehr Schaden? Der hat hier jetzt 350.000. Wie viel hat unser Zauberwaffe? Ah, der kann gut mithalten. 180.000 hat der. Also der ist echt ordentlich unterwegs. Wie viel hat denn der zweite? 22.000 immerhin. Wie sieht es mit unserem Bumerang aus? 77.000, das ist auch ganz gut. Und der Druide 90.000, nicht schlecht. Also die Truppe ist echt gut. Und unser Bombenwerfer um 137.000, also der ist auch wirklich heftig mit seinem Rekursivcluster, der haut wirklich gut rein. So, wie du sehen kannst, sind hier mittlerweile die ersten DDTs erschienen und gleich kommen auch noch gepanzerte DDTs, aber die sind noch keine Herausforderung für uns. Wir haben auch gleich das Geld für unseren Zauberer zusammen, also knapp 10.000 fehlen uns noch und das Geld geht hier richtig schnell hoch. So, 49.000 sind da, wir sind in Runde 96, bald ist der Bad da und bis dahin werde ich auf jeden Fall meinen Zauberer hier verbessert haben. Okay, Runde 97 da und ich denke mal, ja, ich bekomme das Geld jetzt auf jeden Fall zusammen. Hier kommen die zwei gepanzerten ZOMGs und wenn die durch sind, sollte ich... Nein, Runde 98, okay, Runde 98 ist da und ich habe jetzt hier die Stufe 5 Verbesserung beim Zauberer gemacht. Okay, lass dein Spiel mal langsam laufen. Wir werden jetzt hier noch einen Alchemisten aufs Feld platzieren und zwar in etwa hier an diese Stelle, so nah wie möglich an den Zauberer heran. Und dann bekommt er hier auch 1, 2, 3, 4. Mach hier stärkster bei Zielvorgabe und unten 2. So, hier kommen gepanzerte DDTs. Setz die Fähigkeit von Gwendolyn ein, sonst kann es sein, dass es ein bisschen knifflig wird. Aber mit dieser Fähigkeit solltest du die locker lässig platzen lassen. Okay, hier kommt der Bad. Tada! Ich lasse ihn hier mal langsam anschweben. Und sobald er hier beim Zauberer ist, ich muss das nicht tun, aber ich werde die Fähigkeit vom Zauberer einsetzen, nämlich jetzt, zack. Also Fähigkeit ist da und ich werfe auch den Feuercocktail von Gwendolyn. Und wie du sehen kannst, nimmt er sehr viel Schaden, schmilzt hier dahin. Und er sollte jetzt auch an dieser Stelle aufplatzen, zack. Die DDTs, die da rauskommen, gehen sofort in Flammen auf. Und die restlichen Moabs und ZOMGs platzen auch auf. So, das ist der Sieg. Ich bekomme hier einen Insta-Affen und zwar einen Scharfschützen mit 001. Okay, das war's. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video auch zum Sieg verhelfen. Und was ich jetzt natürlich sehen will, ich gehe zur Hauptseite und dann schaue ich an, ob ich alle schwarzen Ränder habe. Ja, guck dir das an. Das war der letzte schwarze Rand auf der ersten Seite von den ganzen Karten. So, danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus.